So, dann sind wir wieder zurück. Und machen jetzt unser ist das von innen. Nein, ich will keine Wand rausreißen, noch nicht. Ja, ich weiß, da muss gespachtelt gleich werden. Ist denn das? Okay. Damit sein. Ups, lass mich mal hier durch. Funktioniert das Licht? Vielleicht ist eine Sicherung durchgebrannt. Kann ich mir erst nach den Frame Drops angucken. Ich bitte das zu entschuldigen. Ach, nebenbei hatte ich gestern noch eine Aufnahme gemacht, gestern Abend. Nachdem ich ja dieses Haus gekauft hatte, wollte ich ja das andere verkaufen. Vorher noch. Also nicht jetzt das, was hier vorkommt, und da ist mir dann die Aufnahme dann flöten gegangen. Achso, ich wollte gerade sagen, was steht denn da in der Mitte? So, dann gehen wir Basement. Da mal den Sicherungskasten. Scheiße, C, genau, ist nix. Hier ist keine Lampe. Ihr seht schon, hier ist noch ein Zimmer dahinter versteckt, da kommen wir denn drauf zu. Dann haben wir das schon durch. Normalerweise soll hier
das Badezimmer sein. Das werden wir aber hier unten nicht machen. Hier unten werde ich was anderes nachher hin machen. Da kommen wir denn zu. Denn wir haben hier unten nochmal, hier oben nochmal ein Badezimmer. Erstmal hier die Fenster reinigen. Ich habe eh nur das eine. Was bist du? Oder sind die unter... da, Wandfliesen. Achso, ich muss sie erst aufheben. Ja, immer wenn ich was trinke, sind wir unter 30 FPS. Ich bitte das zu entschuldigen, meine Damen und Herren. Solange die Aufnahme nicht abgebrochen wird oder das Spiel abstürzt. Weil gestern ist nämlich das Spiel mit abgestürzt und deswegen konnte ich die Aufnahme nicht mehr retten. Ich glaube, ich sollte nochmal ein Paket davon kaufen, vorsichtshalber. Die Dings hinkommt, deswegen kann ich ja nicht direkt vorsetzen. So. Tu ich doch. Und das kann ich verkaufen, aber warum das nicht? Okay, dann ist es halt so. Nein, Boden kann ich nicht, da muss ich dann auf die Fliesen für den Boden eingehen. Glaube ich nochmal eine neue Bleche kaufen. So. Ah, siehst du, war sogar schon die letzte.
Und ich würde sagen, ey, Alter, das ist uralt. Ja, aber was soll ich in der Button 3D-Druck haben? Ah, ja, das Spiel erinnert mich immer an 5 Minuten Abstand, Alter, trinken Kaffee. Das Muster erinnert mich, oder das Fliesenmuster jetzt hier, was ich gerade anbringe, erinnert mich an das Muster aus dem Badezimmer von meiner Oma. Die hat natürlich nicht diese Lederfarbe, die hat aber eher, was ist das, so ein bräunlicher Gelbton, wo aber auch dann diese, ja, diese Wirbel dann halt mit drauf sind. Das muss, keine Ahnung, 70er, 80er sein oder Anfang der 90er, irgendwie so drumherum. Ich glaube, da war das, glaube ich, sowas normal in der Zeit. Ich selber kann das eigentlich nur, dass man im Bad einfach nur weiße Kacheln hat und mehr nicht. So wie an manchen Stellen, sage ich jetzt mal, in der Küche weiße Kacheln und fertig. Also falls da draußen einer dieses Video guckt, ich bin kein gelernter Handwerker, Bauarbeiter oder Häuserverkäufer, ihr könnt mich gerne einstellen. Genau die letzte Fliese, Alter, super. Mal kurz hier ein Heizkörper an. Ich frage mich, warum im Badezimmer überhaupt ein Heizkörper an muss. Gibt doch auch Jalousien, oder nicht? Hier Vorhänge. Was ist das schon? Also die ist geöffnet. Drücke um zu zählen und hinzuzustellen. Ah, okay. Öffnen, schließen. Alter, so viel Kaffee kann ich gerade nicht trinken, so viel wie du Frame Drops machst, Spiel. Ich glaube, ich auf Boden fließen. Ah, da haben wir sie auch. Huch. So. Alles einheitlich. Jetzt fange ich erstmal mit den Denkenlampen an, damit ich dann auch was sehen kann. Decknappen.
glaube, die setze ich einfach in jede Ecke einer. Jetzt natürlich sagen, ich mache jetzt, ups, so grob in die Mitte noch eine. Aber so reicht es ja auch. So, hier haben wir das Waschbecken und da haben wir dann die Dusche. Na, ja. Ich wollte schon sagen, wieder Frame Drops oder was? Ich habe keinen Anschluss für den Scheißhaus, sehe ich gerade. Was ist das? Kein Anschluss für den Scheißhaus. Alter, welche Zeit lebe ich denn hier? Jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt auch... Anschlüsse. Das ist Klimaanlage. Wasserentzündung für Waschmaschine. Spüle habe ich ja. Das Heizkörper. Badewanne. Hallo? Ich kann ich nicht. Achso, er setzt ihn automatisch hin. Danke, Spieler. Ich weiß, ich muss wieder was trinken. Bisschen zu viel Zucker, glaube ich.
So, dann ist mein Badewanne auch durch. Ich komme hier sogar noch hinten in die Ecke. Auf, auf. Das ist gut. So, dann kann ich ja eigentlich noch für den Heizkörper. Okay, da geht nicht. Was fehlt denn mir noch? Toilette, ne? Spüler, das ist Waschmaschine. Toilette. Ich nehme noch eine für die Waschmaschine. Da hinten. So. Wo haben wir denn die Haushaltswaren da? Jetzt hier eine etwas längere Aufnahme werden, meine Damen und Herren. Vielleicht mache ich auch immer zwischen den Aufnahmen denn immer eine kleine Unterbrechung, dass ich sage, dass ich erst das, wie hier das Badezimmer aufzeichne, dann eine Unterbrechung mache, mir dann danach dann einen Kaffee mache, denn mit dem, keine Ahnung, Schlafzimmer weitermache, dann noch eine Unterbrechung mache, etc. Dich montieren. Gut. So, dann habe ich alles einmal so, einmal so. Rein. Schön wäre es, wenn es noch eine Regendusche geben würde, also bis ganz oben oder so, dass das Ding hier rüberragt, so ungefähr. So, es fehlt natürlich noch ein Spiegel, was unter Sonstiges wahrscheinlich irgendwo gleich ist. Das ist eine Schreibtafel, brauche ich nicht. Oh, das Spiegel ist noch nicht so weit unten. Doch da. Machen wir nur auf schwarz und quer. Okay, das ist gut, dass sich das andere alles spiegelt, auch wenn, obwohl die Tür ist eigentlich nicht offen. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Kaffee vorhanden. Aber ich mache mir gleich ein. So ist es nicht. So, das heißt, wir haben unseren Heizkörper, Waschmaschine, Waschbecken, eine Badewanne, scheiß aus, Handtuchtrockner, obwohl er eigentlich relativ weit oben hängt. Hätten sie auch nach unten machen können. Und dann halt unsere Dusche. Den verkaufe ich mal eben ganz schnell. Licht hatte ich drin, ne? So, dann mache ich hier einen Cut. Nachher wird die Aufnahme für euch in einem Ganzen sein. Das heißt, ihr werdet alles auch sehen, auch wenn ich jetzt hier sozusagen eine Verabschiedung mache. So, ich bedanke mich an dieser Stelle hier fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann hier gleich im gleichen Video, für mich in einem neuen Video, da ich natürlich den Cut mache, an dieser Stelle hier wieder, wie ich denn mit dem
Schlafzimmer hier in meinem neuen Quartier fortfahren werde. Ich vergesse immer die Kamera. Also, bis gleich. So. Da sind wir dann auch wieder zurück. Reinigen kurz erstmal die Fenster. Im Bad hatten wir ja geschlossene, hier machen wir jetzt offene. Alles ist natürlich dann genauso. So. Und dann fangen wir erstmal an mit Streichen. Farbe. Nochmal leicht Vanille. Haben wir sogar bis zum Ende geschafft. Na, da leider nicht. Ich glaube, mit dem Eimer kommen wir nicht ganz rum. Nein, schaffen wir nicht. Müssen wir gleich noch einmal eine neue kaufen. Gleich mit den Anschlüssen nach den Frame Drops und den Schluck Kaffee weiter. Hier nehmen wir jetzt die lange. Wie will ich denn mein Schlafzimmer gestalten? Ich
Creme da. Hölzern, okay. Ja, lasse ich dann so. Dann sind nämlich die Steckplätze links und rechts frei. Ups. Schränke. Wänge. Kupfer. Nuss. Mal gucken, ob der... Oh, ein bisschen dunkel, das Ding, ne? Aber ist in Ordnung. So, und falls mal ein paar Weiber kommen. So, jetzt Stühle. Könnt ihr sich da noch mal schminken? Dass man dieses Spiel mal dran gewöhnen muss. So, jetzt fehlen ja noch die Lichter. Im Bad hatte ich ja die. Mal testweise dahin. Ups, Entschuldigung. Schlecht, ich einmal kurz mal dahin. Setzen einfach in die Ecke rein. Habe ich schon mal wenig hasse Frame Drops? Das sieht nämlich so aus. Schalte aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist gut. So, dann mache ich noch mal ganz schnell nach hier unten wollte ich einen Separat machen. Türen. Eigentlich Türen. Hallo.
Einmal raus. Mich verarschen. Okay, steht aber nicht vor. Gut. Da bevorzuge ich doch eher den Weiße. Genau. Hier benutze ich auch eine weiße. Die ist jetzt zu weit vorne gelandet. Oh. Die Badezimmertür braun und nach unten habe ich doch irgendeine gehabt, wo stand Bronze, genau. Das ist denn die hier. Die führt dann nach unten. So, wie gesagt, das Schlafzimmer haben wir jetzt auch durch. So, dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch fürs Zugucken und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir mit der mit dem Wohnzimmer und der Küche, also den Küchenwohnzimmer oder Wohnküchenzimmer, die Wohnküche, wie auch immer man das nennt, denn hier wieder. So, den sind wir auch schon wieder zurück. Obwohl, dich brauche ich ja nicht hier oben, dich will ich dahin haben nachher. Wie gesagt, hier will ich ja denn die Wohnküche machen. Jetzt muss ich überlegen, wie ich was mache. Ob ich hier das Wohnzimmer mache und die Küche so in dem Bereich. Haushaltswaren. Fangen wir erstmal mit dem Kühlschrank an. So, da ist dann der Kühlschrank. Was brauchen wir denn genau? Wir brauchen einmal. Hier ist ja schon alles drin. Außer dem Backofen. Hier ist. Mit Backofen. Marmor. Das heißt, ja genau, du musst so jetzt.
Ja, muss so, was haben wir denn hier? Okay, der Kühlschrank würde dazwischen nicht mehr passen. Ah, genau, es fehlt eigentlich ja nur noch Haushaltswaren. So. Dann verkaufe ich das Riesending und nimm nur den kleinen hier da in die Ecke. War nicht unter Haushaltswaren auch eine Kaffeemaschine oder war die direkt in der Küche? Bisschen klein, ne? Das ist ja eine andere wahrscheinlich, genau, die ist ein bisschen größer. So. Dann wird die nämlich so weggezogen nach hinten. Ich will aber noch mein Gedöns haben für Kaffee. Kaffeemaschine. So, da habe ich jetzt meine Kaffeemaschinchen. Man weiß, wenn man es anstellt, ist es eigentlich ein bisschen gefährlich. Moment, war hier nicht auch noch ein Trashcan? Die Trashcan, also mit einmal können wir da in die Ecke hauen. Gibt es hier keine Bretter? Auch Bewahrungskiste, was soll ich damit? Na, ein Wasserkocher. Geht natürlich nicht für Gasherd. Aber nur aus pragmatischen Gründen. Da haben wir den Messerblock. Messer, da haben wir eine Kabel. Thank you.
Ich sag mal, schick, dass wir so gut wie nichts hier drin haben. Kein Teller. Nur eine Gabel, kein Löffel. Dass man Messerständer hat, das ist gut. Auch wiederum mal schlecht. Naja. So, da hinten Kühlmaschine, Messerset, Messerblock, vielmehr. Ja, eigentlich passt das Messer, der Messer, das Messerblock, der Messerblock eigentlich gut hin, weil hier man Arbeitsfläche hat. So, dann fangen wir erstmal an nach den Frame Drops. Zu streichen. Ihn hat man nicht irgendwo Silber? Kaufmaschine ist auch, ne? Ja. Habe ich hier keine Heizung im Raum? Natürlich nicht. Das ist ja sowas von phlegmatisch. Entweder baue ich da eine Heizung hin oder ich baue sie da hin. Oder ich baue zwei hin. Da eine lange, da eine kurze oder wie auch immer. Muss ich gleich mal gucken. Oh. Leer. Kaufen uns einfach eine neue und gut ist.
Jetzt sind es, glaube ich, weniger als 5 Minuten. Auch einmal wirklich rundherum. Deckenlampen. Ja, nochmal bunt. Dann haben wir dich ausgeleuchtet. Ups. Dann haben wir hier beide ausgeleuchtet. Das ist gut. Na klar, ich konnte jetzt sagen, ich ziehe jetzt... Ach, geht da gar nicht. Von da nach da. Die Tür müsste ein Stückchen höher, oder ich müsste von da hier so die Ecke ziehen, dass die Räume getrennt wären, aber dann wäre da Platz für das Wohnzimmer zu clean, was ich ja jetzt dann in die Ecke knüppel. DV und HiFi. Scheiß aus, ne? 2. Tische. Ach, einen Esstisch brauche ich ja auch noch. Ich wollte... Hallo? Ah, okay, jetzt habe ich Puffer. Okay, ich komme jetzt nicht mehr durch. Ah, lieber Entwickler, wenn du zuguckst, mach das Spiel bitte auch so, dass man halt dann auch aufzeichnen oder Aufnahmen davon im Spiel machen kann. Weil wenn man alle 5 Minuten Frame Drops hat von unter 30 FPS, ist das ein bisschen kacke. Es gibt sicherlich, dass man das so einstellen kann, wenn man schon, sag ich mal, für die sie Minimum haben, dass die nicht unter 30 FPS kommen, sondern dass die 30 FPS gelockt sind, so 30 bis 45 vielleicht. Ich denke mal, das kriegt man hin. Für die, die empfohlene Herausforderungen haben, bei denen ist es halt dann so, dass sie halt den Lock haben mit 60 bis 75 maximal, beziehungsweise von Minimum 30 hoch bis 60 haben. Und für die, die halt over the top sind, die können halt dementsprechend meinetwegen gerne die 120 FPS plus haben. Aber dass man das so macht, dass man nicht unter die 30 FPS bitte kommt. Obwohl, man kann dann einfach dann auch Stühle. Wohl hier, genau.
Jetzt weißt du, warum diese scheiß Ticke da ist. Dass man da essen kann. Sowas. Haben wir einen Lichtschalter? Ja, das passt genau. Weil ein Sofa würde nämlich hier nicht hinpassen. Der Fernseher passt auch so optisch gerade so rauf auf den Tisch. So. Bad ist durch. Schlafzimmer ist da. Genau, das Fenster habe ich hinten vergessen, sauber zu machen. So, Ist das die lang, ne? Du bist kurz. Was habe ich mit Gras gemacht? Habt ihr gelitten? Ah, okay, das ist jetzt mal vollkommen daneben. Du bist kurz. Ah, okay. Ja, die sind aber ein bisschen lang. Okay, hier will er auch nicht. Huch. Den machen wir. Hier die geschlossene und hier die geöffnete. Und fertig.
Kann man denn nicht einfach... Magenta. Orange. Kann ich dich einfach... Hallo? Kaufen? Ja, auch nicht drüber. Hätte ja klappen können. So, dann haben wir die Wohn-Essküche auch bereit und fertig. Nur hätte man es anders machen können, dass man die Küche kleiner macht und das Wohnzimmer ein bisschen größer. Aber mein Gott. Und wenn man Licht angeht, auch automatischer Fernseher an, das finde ich. Bisschen scheiße. Das sollte mal gepatcht werden. So. Schlafzimmer. Badezimmer. Wohn- und Küche- und Essbereich. So, und an dieser Stelle kann ich ja nicht anders, bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann gleich sozusagen im letzten Video, wenn wir uns im Keller austoben. So, und damit gehen wir auch in den Keller. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier was hinter, aber kein Durchgang. Dann nehmen wir uns einfach den Hammer, weil, jetzt kommt das Ding, ich glaube in drei Häusern, gibt es Secrets, also versteckte Räume, wo man nicht hinkommt und wo dann halt dementsprechende ja, Sachen liegen, die einen wertvollen Preis haben. Zum Beispiel entweder Geld, in einer Wohnung liegt nämlich Geld, oder wie in einem anderen Raum ein bisschen für die Apokalypse, wenn die Welt zusammenbricht, dass da ein Vorrat steht, den man zum Beispiel dann verkaufen kann, glaube ich. Und im Fall dieses Hauses oder Grundstückes ist hier, wie gesagt, wie auch unten links steht, okay, ihr könnt jetzt nicht lesen, da ist jetzt die Webcam vor, steht nämlich ein Haus mit einem Geheimnis, das hier hinter nämlich was, ja, drin ist, was man auch zu Geld machen kann. Reißen wir hier noch die Wand ein. Nebenbei, wenn das eine Wand wäre, die noch nicht einreißen könnte, wäre es von der Decke her so dick wie die Wand jetzt hier. Die kann man nämlich nicht einhauen. Deswegen könnt ihr praktisch hier diese dünne Wand eigentlich, wenn ihr auch dieses Grundstück kaufen wollt, für eure Zwecke. Ja. Raushauen. Seht ihr auch, dass hier jetzt der Ton etwas anders ist. So, und was haben wir hier? Stückchen Sofa. Selten.
würden wir, wenn wir es verkaufen würden, 818 Euro kriegen. Eine Kommode, okay, von uns zwei, die ist überall käuflich. Oder wir verkaufen einfach dieses Bild, was wir, glaube ich, nicht kaufen können, und kriegen für dieses Bild 46.788 Euro. Muss ich mal gucken. Fotos und Bilder. Ist, glaube ich, hier nicht mit bei, ne? Nein, ist hier nicht mit bei. Den können wir verkaufen. So, das nehmen wir jetzt einfach mal. Und setzen den dort an die Wand. Wo kann man den Sessel kaufen? Den kann man auch nicht kaufen. Nämlich etwas so hin und nimm das Bild da drüber. Lass so weiter getrunken, nicht mehr Kaffee, als wie ich insgesamt Aufnahmen für das gesamte Spiel, glaube ich, schon getätigt habe. Und hier sieht nämlich so aus. Gegen den Fernseher an? Nein. So. Dann haben wir hier nämlich unser Bett. Sie, falls eine Frau kommt, da blablabla. Und wir gehen jetzt einfach in unseren, ja, Kellerraum. Und ja, würde ich mal sagen, Fliesen wieder Ding. Was nehmen wir denn? Nehmen wir jetzt hier einen 3D-Druck? Oder nicht? Davon werden wir jetzt einige brauchen. Deswegen setze ich da schon mal ein paar mehr auf den Boden. Ups. Nein. So. Apropos, Bodenfliesen. Genau, gibt es nämlich. Okay, gibt es die und die. Gut. Haben wir die Fliesen nämlich, die Bodenfliesen durch. Gehen die komplett hoch? Okay, fast. Also immer so Ebenenhöhe.
Ich sagte, ich muss mehr Kaffee trinken oder ich trinke mehr Kaffee, wie ich Aufnahmen gerade mache. Weil ich brauche mir nicht hinknien, ich kann eigentlich praktisch das Ding annehmen und da machen, aber man will ja auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, 4 Paletten waren zu wenig. So, genau. Dann machen wir nämlich erstmal den Bereich oben durch. Ja, danke Spiel, ich weiß, ich muss wieder Kaffee trinken. Der E-Karte leer ist. Und ich mache jetzt hier kurz mal eine Aufnahme ein. Eine Pause, mache mir kurz einen Kaffee und dann sehen wir uns gleich an der Stelle wieder. Wie gesagt, ich mache jetzt hier keinen Cut, sondern ich drücke jetzt bei mir auf die Pause-Taste. Das heißt, ihr seht kein Schandbild, sondern ihr seht den einfach praktisch nur. Ja, dieses Bild für eine Sekunde und dann geht das auch gleich flüssig weiter. Also, bis gleich. So. Hat ein bisschen länger gedauert, aber für euch war es dann halt ja, nur ein kleiner Sprung so ungefähr. Denn noch bis da machen und das da. Huch. Eine Fliese habe ich da, glaube ich, noch. Na, ja. Huch. Okay, dich kann ich auch.
Okay, die Fliesen kann ich nicht. Also den Treppen. Genau, der hier unten fehlt noch, denn. Ich hätte eigentlich, wo ich mir den Kaffee gemacht hätte, eigentlich aufs Klo gehen können, mal ganz schnell. Aber naja. Ich glaube, ich muss mir noch zwei Paletten, vielleicht sogar noch mal drei kaufen. Ich brauche Wandfliesen. Und die. Eins. 3. Nö, Treppen kann ich leider nicht. Schade. Mir ein bisschen mehr Abwechslung von der Musik gewünscht, die hier im Hintergrund läuft. Ich muss gleich noch eine zwei Paletten kaufen hier. Es ist ja eigentlich nicht viel zu tun, aber es kommt heiße Luft aus meinem PC raus. Okay, die CPU muss ja jetzt an diesem Falle ja arbeiten. Einmal für das Programm, also vielmehr für das Spiel und dann halt für das Aufnahmeprogramm im Hintergrund. Und die Grafikkarte muss natürlich auch arbeiten, und zwar nämlich das Bild darstellen und das Bild sozusagen in der Aufnahme verarbeiten. Und dann nachher beim Umwandeln nochmal beide. Aber da verbrauchen sie bald deutlich weniger. Beim Umwandeln brauche ich vielleicht von den 8 Kernen, die ich habe, 4 Kerne, aber dann sind diese 4 Kerne jeweils nur bis 25% ausgelastet. Wenn ich jetzt berechne, wie viele Kerne er wirklich nimmt, die zu 100% ausgelassen sind. Beim Umwandeln sind es 2. Die er nur verwendet, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich weiß, man kann auch das so einstellen im System, dass er sagt, pass auf, du kriegst 4 Kerne für... dass ich die 4 besten Kerne nur fürs
spielen. Zur Verfügung stelle. Und dann halt die schlechteren vier Kerne, sage ich jetzt immer nur fürs im Hintergrund arbeiten. Das heißt Aufzeichnungen, umwandeln und so weiter. Also dann halt das, ich sag mal, das Unnötige für die Hintergrundarbeiten. Zum Beispiel oder fürs Streamen denn. Das waren keine 5 Minuten. Ob ich mit der Platte rumkomme, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich muss gleich noch eine Ladung kaufen. Ja. So, letzte Wand. Oh, Gott sei Dank. So, ja. Dann würde ich mal als erstes mir ein Schreibtisch. Und den stelle ich. Dann für den Bereich und setzen wir natürlich dementsprechend erstmal dann auch gleich noch ein. Da so hin. Schreibtisch. So, den gleichen stelle ich mir auch noch mal dann so hin. Schade, dass es hier nicht Spiegelverkehr gibt, dass dann halt dieser denn da wäre und der denn da wäre. So, P für Pflanzen. Einmal ups, das ist sogar die gleiche. Wollte die hier oben haben. Zweimal.
So, in welche Ecke baue ich jetzt den Streaming-PC und in welche Ecke den teuren PC? Das soll Fichte sein, wie gesagt, das sieht eher aus wie Gold als wie Fichte. Hier brauche ich denn den günstigeren hin? Hol ich. Alter Spiel, ich will nicht so viel Kaffee trinken. So, der weiße, wie gesagt, jetzt für. Der ist jetzt fürs Stream. Und hier kommt dann halt der schwarze hin fürs, ja, High-End-Zocken, so ungefähr. Vielleicht den PC auch in die Ecke. So, der bekommt jetzt aber den HD-Monitor. Fehlen noch die Deckenlichter. Ja, Strahl, Strahl, Schwarz. Dann habe ich auch Strahl. Wo ist denn hier der Schalter? So. Wie sieht das aus, wenn ich eigentlich jetzt. Obwohl er jetzt gerade nicht richtig in der Ecke sitzt, das ist mir gerade schon ziemlich egal. Ist hier kein Lichtschalter? Willst du mich verarschen? Framerobs, ich begrüße Sie. Okay, jetzt geht er nicht mit an. Okay. Kann ich nicht. Anschlüsse. Dusch, Bad, Toilette. Ich kann keine Anlage für Lichter machen.
echt nicht. Ach nee, ich glaube, die konnte man sich selber, glaube ich. Ja. Genau. Lichtschalter. Drück mal falsch. Ja, kaufen. Natürlich, je nachdem von... man reinkommt. Das ist eine kurze schon wieder Frame Drops. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, ich mache jetzt da noch einen hin. Da noch einen hin. Oder so. So. Habe ich den für hier oben. Den da von unten. Jetzt nehme ich aber den hier weg. Lampen und kaufe mir die. Okay, hier kann ich keine anbringen, okay. Dann bringe ich noch einen direkt so Pi mal Daumen mittig an. Da kommt noch ein Stück hin. So. Ich hasse Frame Drops. Es reicht, wenn sie über so einen langen Zeitraum gehen von ein paar Sekunden. So gefühlt 7,5. Eigentlich kann er eigentlich praktisch da angehen, weil der ja so eckig ist. So, sonstiges war das F4. Ja, das Safe war hier. Survival. Nein.
wieder zurück zu Survivor. Erstmal natürlich. Die Boots dahin stellen. Okay, die Boots müssen so hin. So, das Jagdmesser. Normalerweise muss ich das Messer andersrum legen, der man uns greifen kann. Survival-Ecke. Schade, dass man die Schuhe da nicht raufstellen kann. Frame Drops. Survival gab es doch auch noch. Box, Paket, Etage mit, brauche ich nicht, wo ist denn das hier mit Verbandskasten? Ups. Oh, Pass mit dem Verbandskasten. Gut. Einfach nur, weil wir es können. Chiller Launch. Nach Gaming-Ecke. Also die Gaming-Ecke in dem Sinne, dass hier der Gaming-Rechner-System steht. Hier dann die Stream-Ecke. Und dann, wie gesagt, ihr müsst euch nur vorstellen, wie gesagt, alles kabellos hier natürlich. Und stellt auch am besten die Kabel vor, die sind unsichtbar. So dass dann hier Gaming-Ecke ist. Lass dann hier die Kabel hier rüber gehen zum Streaming-PC. Hier das, wie gesagt, Codierung stattfindet, dann rausgeht. Hier der, sozusagen der Stream läuft, also rausgeht mit Chat und so weiter. Hier nur das Spiel. Und hier auch vielleicht die Aufnahmesession, also Stream und Aufnahmesession. Hier nur das Spiel und hier dann der Kontrollbildschirm auf einer Seite, wie gesagt, die Ecke. Hallo Frame Drops. Und auf der anderen Seite dann halt denn von dem System, dass man dann für die dann hier sitzen, das allen alles dementsprechend beurteilen können.
weil wenn man hier sitzt, dass man dann da zockt, das streamt und dann einfach nur darauf gucken muss, beispielsweise. Eine Mauer kann man leider hier nicht ziehen. Dann hätte ich wahrscheinlich hier noch so eine Mauer gezogen, dass ich hier vielleicht oder da eine Tür gemacht hätte, so dass man, wenn ich dann im Büro arbeiten komme und es kommen Klienten beispielsweise, dass sie dann hier mein Büro haben, ich den hier für sich, ne, gedünst habe. Aber so geht's auch. Also die Streaming-Ecke, die Arbeitsecke und hier noch ein bisschen Survival gedünst für mich. Aber ich überlege das Licht aus. Ja. So. In dem Sinne brauche ich ja die denn hier nicht. Hier kann ich dann ja andere Sachen hinstellen. Jetzt einfach eine Pflanzenecke draus. Die und die habe ich auch unten. Oh, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Jetzt fehlst noch du. Du und Moment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eine fehlt. Die scheint größer zu sein, ne? Ja. Kommst du rein? So, wenn ich jetzt reinkomme. Klopf, klopf. So, ja. Genau, ich muss jetzt hier Silbergedöns was, ne? Farben. Silber, genau. Klar, dass ich draußen nichts hinstellen kann. Guten Tag, Frame Drops in der ganzen Aufnahmesession, glaube ich, schon gefühlt zum 100. Mal. Achso, bevor ich jetzt hier weitermache, und ist das jetzt alles abgeschlossen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken und wir sehen uns dann gleich noch einmal gleich in der nächsten Aufnahme wieder, die ich natürlich mit den einzelnen Aufnahmen hier vor natürlich zusammenschneide. Wird wahrscheinlich eine 2 bis 3 Stunden Folge werden, aber dann ist es erstmal wert. Also bedanke ich mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann gleich nochmal in einer Aufnahme wieder. So, dann sind wir wieder zurück. Ich überlege nämlich gerade. Hier kann ich. Scheiße, dass man im Garten nichts machen kann. Ich überlege nämlich gerade, ob ich eventuell hier rundherum andere Farbe ans Haus mache.
und die Veranda anders streiche. Sofern natürlich, dass man alles machen kann. Also das kann ich. Okay, die Verandern kann ich nicht streichen, aber ich kann die Fassade machen. Einmal aufmachen. So. So, ich kann nämlich das streichen, den kann ich leider nicht, den auch nicht. Wäre schön, wenn man neben der Außeninnenfassade auch noch irgendwie das kleine Stück vom Dach oder allgemein am Dach was machen kann. Die Veranda hier. Frame Drops, geil. Dass man dann halt noch was, wie gesagt, was hier ab dem Dach machen kann, die Regenrinne zum Beispiel oder auf dem Dach oben drauf was machen kann, die Regenrinne an sich machen kann, dass man eventuell auch hier vielleicht den Boden anders verlegen kann oder lackieren, streichen kann, so wie die Veranda. Oder zum Beispiel hier, was ich einen Gartenschuppen hinmacht oder den Zaun, den Rasen vielleicht mähen kann, andere Bäume pflanzen kann, Bäume wegmachen kann. Oder Hecken pflanzen kann oder irgend sowas. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt, glaube ich, jetzt mal gerade 3 oder 4 Monate alt. Ich habe keine Ahnung, was der Entwickler hier sich denkt, was noch dazu kommt, etc. Müssten wir mal, wie gesagt, abwarten. Ja, die Außenfassade kann ich streichen, aber in welche Farbe? Blau. Blau kann jeder. Ich will auch nicht so eine auffällige Farbe machen. Was ist das? Stimmungsvoller Kobold. Ach, weißt du was, ich mach schwarz. Ich glaube, der trennt das ab. Okay, hier, das ist die Schiene, da kann man nicht, hallo? Nichts machen. Ich glaube, es hat bis jetzt noch keine schwarze Außenfassade. Wie das auch gleich anders aussieht, ne? Keine Holzkacheln sozusagen, ne? Frame Drops. Liebe es. Da bin ich aber froh, dass die Aufnahmesession gleich vorbei ist. Gesagt, an dieser Stelle habe ich die Videos noch nicht hochgeladen gehabt, die ich jetzt die letzten 2, 3 Tage aufgezeichnet habe. Aber ich denke mal, ich werde damit. Wir haben jetzt heute Dienstag, den 28. Aber ich nehme an, dass ich spätestens zum morgen hin, also zum 29. Oh, die da eins gemacht. Dass nach und nach den hochladen werde. Ich weiß, sieht das hier mit den Fensterdingern hier scheiße aus, aber weil die auch schwarz sind. Obwohl, die sind eher ein anderes Schwarz, die sind eher so ein bisschen helleres Schwarz.
Alter, wie viel Schwarz habe ich denn noch drinne? Liebes Spiel, hör auf, unter 30 FPS zu rutschen. Ich werde jetzt ab sofort keinen Kaffee mehr trinken. Okay, das war's. Schwarz ist Alita. Schließen, öffnen, kaufen. Schön wäre es auch, wenn man was das außen hinsetzen könnte, weil man eh gerade draußen arbeitet. Dass man dann auch die Sachen auch draußen absetzen kann. Und nicht nur drin, und das ist immer der Blöd, dass man immer hin und her laufen muss. Ich denke mal, ein Eimer Farbe müsste ich vielleicht noch kaufen. Ich hoffe, ich habe es drinnen nicht schwarz angemalt. Na, das war ja klar. Ich werde jetzt bei den Flame Drops keinen Kaffee mehr trinken. Hallo, ich möchte aber nur raus. Ich kann die nicht streichen. What the fuck? Ich weiß, dass ich linke Maustaste gedrückt halten muss. Aber so scheiße, wenn man das Stück dann nicht
machen kann. Hallo, warum? Achso. Okay, jetzt ist es aber ein bisschen blöd gemacht. Hier ist auch noch innen. Nee. Gerade so bis zur Ecke gekommen. Ich glaube, ich setze mir gleich hier vorne eine weiße Tür ein. Okay, die ist leer. Ich setze mir die Tür jetzt. Okay, vielleicht auch nicht weiß, weil von innen die Wohnung weiß ist. Nämlich dich. So rum. Hallo? Warum hast du dich jetzt nicht? Ja. Okay. Aber hier zeigt er noch ein bisschen weiß an. Vielleicht ist sie einfach nur schlecht. Ist. Okay, das ist jetzt. Hier zeigt er den weißen Rahmen an. Aber man sieht die Farbe von innen, das ist. Scheiße gemacht. Hier ist es ja gut. Ja, ich kann das Ding auch nicht umdrehen, weil hier ist ja mit Klopf-Klopf. Das ist schwachsinnig. Aber naja, will ich nicht rummeckern erstmal. Farbe. Vielleicht ist das, wenn ich das nächste Mal das Spiel starte, dann wieder richtig.
Ich hasse Flame Drops. Mache ich nochmal so eine Rundumbegehung. Ja, passt. So, dann machen wir jetzt nochmal zum Schluss eine Hausbesichtigung, eine Hausbegehung. Ja, wenn man wirklich noch das so machen könnte, dass man jetzt ein Haus selbst bauen könnte, würde ich halt eine Ebene höher machen, sodass ich hier oben so eine kleine Dachterrasse machen würde. So, jetzt machen wir zum Schluss nochmal eine Hausbegehung. So, wenn man dann hier reinkommt, hat man hier ja, die große Küche. Sozusagen, wenn das Fenster vielleicht nicht da gewesen wäre, das hier, hätte ich da vielleicht auch noch einen riesen Fernseher hinknüppeln können. So, hier haben wir dann unser Schlafzimmer mit dem Geheimnisbild und dem Sessel. Hier dann das Retro-Badezimmer mit Dusche, Badezimmer, Scheißhaus. Handtuchwärmer, Waschbeckenspiegel und Waschmaschine. Und habe ich jetzt das Fenster geöffnet? Nein. Ja, in der Küche halt eine riesige Theke, wie gesagt, mit Herd. Spülbecken, Schubladen und hast nicht gesehen, denn halt Wandhalter, Wasserkocher, Gasherd, Abzugshaube, Kühlschrank, Messer, Block, Kaffeemaschine und zwei Schüler und ja, Mülltonne, Pflanzen und hier unten dann halt das Büro und Gaming-Zocker, hier dann halt mein Büro, hier halt dann der Gaming-PC. Hier ist das Streaming-PC und hier ist in der Kontrollbildschirm von beiden zusammen. Das heißt, es werden nachher, oder so stelle ich mir das denn vor, sollte es denn sein, dass das Bild und das Bild sich auf diesem Bild teilen. Also links denn das von dem und rechts von dem, bla bla bla. Hier kann man sich dann setzen. Oder man kann das auch sagen, hier wie gesagt der Gaming-Bereich, da der Stream-Bereich und hier das Wohnzimmer, kann man auch machen. Hier unser Büro, hier unser Sicherungskasten. Und ja, unsere kleine Survival-Ecke. Gut. So. Dann war es das auch jetzt mit meinem Haus. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Und ob noch weitere Videos erstmal hierzu folgen, weiß ich noch nicht. Wenn natürlich spätere irgendwelche Updates dazu kommen, ist klar, denn auf jeden Fall. Aber sonst muss ich gucken, ob ich irgendwelche Aufnahmen jetzt noch mache. Kann ich auch an dieser Stelle euch nicht sagen, aber ich weiß, es werden noch welche kommen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.